Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Marc. Hallo. Kennt ihr ja schon alle. Und heute am 26. November haben wir wieder ein Geburtstagskind. Das ist nämlich Matthias Reim. Kennst du noch? Matthias Reim? Ja. Kennt wahrscheinlich heute. Ich lieb dich. Ja. Genau, das ist so ein Ja, kennt heute wahrscheinlich keine Sau mehr, den Matthias Reim. Aber der war damals eine Riesennummer in den Charts. Oh ja. Verdammt, ich lieb dich hat er gehabt. Und was noch? Ich guck gerade mal, steht gar nichts anderes. Nö, verdammt, ich lieb dich. Er ist auf jeden Fall in Korbach geboren. Das ist in Nordhessen. In Korbach, ja, kenne ich Korbach. 1957. Matthias Reim. Der hat sich ziemlich lang, weiß ich noch, in den Charts gehalten. Also es war schon damals so diese neue deutsche Welle, ne? Da ist er so ein bisschen auch mit rausgeschwommen. Nee, das war keine neue deutsche Welle. Aber danach, das war so diese Ausläufer, das waren die Ausläufer. 1990? Ausläufer. Ja, aber trotzdem. Hier hier Dingens. Hier, wie hieß der Dicke da? Der hier für immer, ach egal. Pujan. Hallo Pujan! Oder was meinst du? Nee, Klaus Lage. So, jetzt weiß ich wieder. So, der war so eine Kategorie mit Klaus Lage und dann haben die immer so, ja. Nee, der Matthias Reim, der hat doch gemacht, verdammt, ich lieb dich und ich habe geträumt von dir. Und du hast mich angemacht. Und wieder durchgemacht. Ich muss was sagen, nur ich habe Angst, dass du lachst. Ja, genau. Das war Matthias Reim. Von dir. Aber geil, ne? Wenn man dich so anpiekst, dann weißt du es. Dann weiß ich es, ne? Ja, genau. Aber was ist am 26. November noch? Naja, nicht alles war immer so erfreulich. 26. November 1983 haben 6 Bankräuber Goldbarren im Wert von umgerechnet 50 Millionen Euro erbeutet, nahe des Flughafens Heathrow. Ja, war noch nicht deine Goldbarren, oder? War nicht meine Goldbarren, nee. Also, wenn da niemand zu Schaden kommt, finde ich das gar nicht so schlimm. Das Bild ist lustig. Ja, ja, das sind die Jungs, ne? Das sind die Jungs, genau. Und da sind die Goldbarren. Also es handelt sich hierbei wirklich um eine Originalaufnahme. Ja, genau. Ja. Originalgetreu nachgestellt, sagen wir mal so. Ja. Am 26. November ist auch Welttag der Zeitschriften. Ja, das muss man auf jeden Fall feiern. Auf YouTube. Und was ist noch am 26. November? Was ist noch am 26. November? Ah, 1965, am 26. November gelang es Frankreich, einen Satelliten ins All zu schießen. Und seitdem waren sie wieder eine der weiteren Weltmächte im All. Mann, ja. Was wir heute alles gelernt haben wieder. Am 26. November, Satellit von Frankreich, ab ins All. Banküberfall mit 50, ja. Weiß ich nicht, Goldbarren, Tonnen. Irgendwie. Matthias Reim, nicht Matthias Reim hat Geburtstag gehabt, oder hat Geburtstag. Und Welttag der Zeitschriften. Hammer! Am 26. November ist ja wirklich, Also ein Irre, ne? Also 26. November, also werde ich nie vergessen. Ja, ich auch nicht. Cheerio, Miss Sophie. Verdammt, bis ich morgen. Lieb dich. Was sagt er? Verdammt, ich lieb dich. Ja, ja. Ich gehe jetzt durch die Straßen bis nach Mitternacht. Weiter? Ich habe das früher oft gern gemacht. Weil der weiß aber nicht, gell? Ich brauche dich dafür nicht. Kannst du reimen? Ich kann reimen.